Hi, ich bin die Beatrice von Little Night Owl Cosplay. Heute machen wir ein Facecast, beziehungsweise dasselbe mit den Ohrwaschen. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was ein Facecast ist, das ist im Prinzip ein Gipsabdruck von eurem Gesicht, was eins zu eins ist, damit ihr später, wenn ihr mit Latex arbeitet, auf dem Facecast modellieren könnt und die Latexteile dann direkt auf euer Gesicht passen. Ich möchte gerne für ein Kostüm versuchen, Dämonenohren herzustellen und brauche dementsprechend halt auch Abdrücke von meinen Ohren. Ich werde allerdings gleich beide Ohren machen, da die beiden ja spiegelverkehrt sind und ich so dann halt auch beide Abdrücke gleichzeitig mit Latex machen kann. Dafür braucht man, ja, Moment, dafür braucht man hier so Gipsbinden, die habe ich schon vorgeschnitten. Dann Vaseline, weil es einfach besser ist, vorher die Ohren oder das Gesicht mit Vaseline einzucremen, damit man es nachher besser runterkriegt. Dann eine Schüssel Wasser, da die Gipsbinden im Wasser eingeweicht werden, damit sie flüssig sind. Und dann kann man sie im Prinzip direkt aufs Gesicht tun und die verbinden sich dann miteinander. Ja, da ich das im Prinzip mehr oder weniger alleine mache, zumindest mit den Ohren, habe ich mir einen Spiegel genommen, sicherheitshalber noch, damit ich sehe, wo ich das Ganze hinbiege. Und natürlich die Haare ein bisschen aus dem Gesicht gebunden, so mit einem hübschen Schleifchen. Dann wird das Ganze mit ein bisschen Vaseline eingeschmiert. Ist das eklig. Ist halt toll, wenn die Brille mitten im Weg ist, ne? Damit das Ganze nicht an den Haaren picken bleibt, auch die Haare ein bisschen mit einschmieren. Müsst ihr euch halt hinterher Haare waschen gehen. Ja. Ich fange jetzt mal einfach mit einem Ohr an. Damit man sich nicht das Hemd und alles dreckig macht, entweder nehmt ihr altes T-Shirt, was euch egal ist, oder hier so ein altes Handtuch. Bisschen halt. Leider bleibt mein Handy nicht da, wo es hingehört. So könnte es gehen. So, jetzt fange ich an. Dafür nehme ich jetzt einmal diese Gipsbinden hier und tunke die in Wasser und weiche die ein bisschen ein. Dann werden sie sofort auf die Ohren draufgegeben. Ich brauche es jetzt im Prinzip nicht hundertprozentig perfekt, ja. Also, dass man dann die ganzen Umrisse im Ohr und so weiter sieht. Mir geht es in erster Linie einfach darum, um die Größe und die Form der Ohren, damit eben die Latexteile hinterher auch wirklich auf meine Ohren draufpassen. Wenn dann die Haare ständig reinhängen. Sicherheitshalber kann es nicht schaden, wenn ihr mehrere Schichten macht, einfach damit das Ganze eine Stabilität bekommt. Dann das Ganze muss ja hinterher auch ausgefüllt werden. Jetzt ist mir die Brille im Weg. Yay, ich sehe nichts mehr. Weil ich jetzt nicht mehr sehe, wo ich hinklebe. Ohne Brille bin ich so gut wie blind. Es geht nur noch alles nach Gefühl. Wo waren da Gipsbinden? So. So,
drücken wir jetzt alles schön fest, ein bisschen gleichmäßig halt, damit das Ganze auch da ist, wo es hingehört. Vorzugsweise die Haare raus aus dem Ganzen. Nee, hey, hallo, da bleiben. Schön kleben bleiben. Jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal kurz an. Noch eins drauf. Gut, damit wäre Ohrwaschel Nummer 1 eingewickelt. Das Ganze wird jetzt einige Minuten lang trocknen. Man kann kurz gucken, wie lange das circa dauert. Solche Gipsbinden kriegt ihr übrigens in jedem Hobby, Bastelbedarf, Internet etc. Also das ist jetzt das kleinste Problem. Ich habe meins aus vom Buntinette, vom Online-Versandhandel. Steht nichts drauf, wie lange das härten muss. Na gut, gucken wir halt einfach mal. Ich werde in der Zwischenzeit jetzt mit Ohrwaschel Nummer 2 anfangen. Wir sehen uns dann nachher wieder, sobald die ganze Sache hart ist. Hallo, da bin ich wieder. Im Prinzip haben wir jetzt den nächsten Schritt erreicht. Und zwar habe ich hier einmal meinen fertigen Gipsabdruck. Nachdem ich es trocknen habe lassen, was innerhalb von ein paar Minuten sehr schnell gegangen ist, habe ich halt noch ein paar Stellen ausgebessert. Einfach da, wo man das Licht noch durchgeschimmert gesehen hat, einfach, dass es wirklich alle Löcher gestopft sind, damit nichts durchrennen kann. Wichtig ist ja, dass man, wenn man sich sowas macht, zum einen braucht man helfende Hand. Ich habe meine Mama gebeten, mir ein bisschen zum Helfen. Und zum anderen, ihr müsst sie das Nasenloch freilassen. Das pickt man dann hinterher halt wieder zu. Ich habe jetzt neben mir eine Kiste stehen, in der befindet sich ein altes Leintuch. Einfach deswegen, wenn ich das Ganze jetzt nachher fülle, dass alles gerade stehen bleibt, dass nichts umkippen kann, falls was daneben geht. Wie gesagt, das ist ein altes Leintuch, das kann dann in die Tonne. Ich zeige euch das ganz kurz. Ja, so. Da steht jetzt alles und wartet darauf, gefüllt zu werden. Bevor ich anfange zu füllen, habe ich das Ganze mit Vaseline noch eingefettet. Einfach deswegen, wenn ich es nachher trennen will voneinander, dass es dann einfach leichter geht. Benutzen werde ich zum Füllen hier Reliefco 300. Das stammt ebenfalls aus dem Bastelladen. Das Ganze ist im Prinzip ein Pulver, das aus drei Teilen Pulver und einen Teil Wasser besteht. Dafür habe ich mir hier diesen Becher genommen und das Ganze hier angerührt. So, das Ganze soll man dann kurz stehen lassen, so circa eine Minute. Einfach, dass sich das Ganze ja schön miteinander verbindet, dass sich da jetzt keine Klümpchen bilden etc. etc. Und jetzt kommt natürlich der interessante Teil, denn wir müssen das Ganze jetzt auch füllen. Ja, dafür nehme ich jetzt wieder meinen kleinen Becher und werde dann einfach reinschöpfen und versuchen, das Ganze vorsichtig reinzugießen. So, wir nehmen einmal das Becherchen. Füllen wir hier vorsichtig rein. So. Und dann werde ich versuchen, vorsichtig in meine Ohren reinzufüllen. So, laut Angaben des Herstellers soll man das Ganze jetzt circa 30 Minuten lang aushärten lassen. Gut, da werde ich mir jetzt einen Kaffee gönnen. Tschüss!